So sah er bis zum Nachmittag des 26. Januar aus. Der Stolperstein für Rosa Vopel in der Merseburger Straße in Querfurt. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz und als Gedenkveranstaltung für die Opfer der Nationalsozialisten führte das Bündnis Querfurt für Weltoffenheit eine Gedenkveranstaltung durch. Dabei sollten beginnend mit dem Stolperstein für Rosa Vopel insgesamt 3 in der Querne-Stadt gesäubert werden. Und das mit erstaunlicher Wirkung, wie man am Beispiel des Steines für Rosa Vopel sehen kann. Sie und Oskar Golub als jüdische Einwohner der Stadt wurden im Zweiten Weltkrieg deportiert und kamen wohl am 3. Juni 1942 im Lager Sobibor um. Der dritte Stolperstein wurde für Pfarrer Albert Mielke in Oberschmona errichtet. Seine Haltung gegen das nationalsozialistische Regime bezahlte er Ende 1933 mit dem Leben. Eckart Mehlhose vom Bündnis Querfurt für Weltoffenheit ergriff dann das Wort. Liebe Freunde, ein Kind wird geboren, wächst heran und lernt erst laufen, dann sprechen und später vieles mehr. Das meiste behält man, aber vieles vergisst man auch. Vergessen ist ein Geschenk Gottes. Es wäre schlimm, wenn wir uns an jedes Missgeschick, jeden Unfall, jeden Schnitt im Finger, jeden Stoß am Bein haarklein erinnern könnten. Das würde bedeuten, Dauerschmerz und Dauerstress zu haben. Aber es gibt Dinge, die darf man nicht vergessen. An diese muss man sich und andere immer wieder erinnern und sie sich und anderen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Vergessen als Krankheit ist besonders schlimm und unter Demenz leiden nicht nur die Betroffenen, sondern vor allem ihre Umwelt und ihre Mitmenschen mit. Ich habe die Befürchtung, Deutschland leidet unter Nazi-Demenz. Sicher ist es das schwärzeste und dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Und leider gibt es noch viel zu viele, die dieses Kapitel verdrängen und am liebsten auch wieder anbrechen lassen wollen. In der Vergangenheit gibt es viele schlechte und auch gute Beispiele, die nicht immer eindeutig einer Seite zuzuordnen sind. Da ist es schön zu hören, dass der erste deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als erster in Yad Vashem sprechen darf und die traurigen Worte sagen muss: Ich wünschte, sagen zu können, wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt, aber das kann ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten. Es ist positiv, dass er das sagt, aber traurig, dass er das sagen muss. Er ging auch auf das Nazi-Bier ein, das in Bad Bibra verkauft wurde, und äußerte sich zum Verbot der Gruppe Combat 18. Und heute stehen wir hier am Anfang an dem Stolperstein von Rosa Vopel. Eigentlich müsste ein Stolperstein viel höher hochstehen, damit man drüber stolpert. Er berichtete den Anwesenden noch eine ganze Menge über biografische Details der 3 heute zu Ehrenden und erinnerte an ihren Leidensweg. Und so gedachten die Anwesenden diesen 3 Opfern des Nationalsozialismus, legten Blumen und Kerzen nieder, wollten damit den Blick auch auf Personen aus Querfurt und Umgebung lenken, für die es noch keine Stolpersteine gibt, die aber dennoch nicht vergessen seien.